War ein bisschen lang die Rede, aber danke. Also ich möchte den Vortrag beginnen mit meinem Freund Milan Mijalkovic, der jetzt eine Rede hält, die Rede für die Demokratie. Bitte.
oder fangen wir gleich an? Mal lesen können. Oder gehen wir zurück, das ist besser. Applaus für die Demokratie. Applaus für die Demokratie. Milan Mijajković spricht. Milan Mijajković spricht. Heidulf Gerngross sagt. Heidulf Gerngross sagt. Das Bessere setzt sich durch. Das Bessere setzt sich durch. Der Stärkere. Der Stärkere. Der Hochgeborene. Der Hochgeborene. Der aus dem Natürlichen Kommende. Der Hintertür, der Sexist, der Komiker, der Wissenschaftlerin, die Krüppel, der sogenannte Behinderte, die Mutter, sogar die Frau, Kinder. Kurz gesagt, die Demokratie erlaubt, dass alles und alle regierungsfähig sind. Die Demokratie sagt, die Realität ist perfekt. Die Demokratie kennt keine Alternative. Aber sagt, aber Vorsicht vor dem Aberglauben an die Macht der Sprache. Wien, zurück am 11.11.2016, Milan Mijajković, Gerngross, beglaubigt Markus Hintertür. Applaus und Konfetti. Sehr gut. So, jetzt fangen wir an mit dem ABC des Raumes. Ich habe da 2014 ein Buch herausgebracht, das heißt ABC des Raumes. Das Buch hat 1280 Seiten und wir werden jetzt diese 1280 Seiten durchspielen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und das ist mein erstes Werk als fertiger Architekt, war Diplom-Ingenieur, habe begonnen mit einem Buch. Ich habe die Sprache organisiert. Das ist das erste organisierte, computermäßig hergestellte Schriftwerk, das mit der Sprache umgegangen ist wie mit Materialien. Obwohl ich Diplom-Ingenieur war, habe ich nicht so viele Materialien gekannt, deshalb habe ich das Ganze mit Sprache versucht. Das Buch ist ungefähr aufgebaut, dass es die Hälfte ist von mir des Buches, von den 1200 Seiten sind 600 von mir, der Rest ist Trivialliteratur, die ich am Westbahnhof gekauft habe. Heimatroman, Zukunftsroman, Bibel, Tukimuki. Und diese Texte sind alle gemischt worden, organisiert worden und mit 30 Programmen hergestellt worden. Die Programme waren so, dass es dann auch nach dieser Mixung zu einer Struktur gekommen ist, dass Kapitel vorgekommen sind. Kapitel 1, 2, 3, 4, 5 bis 900 Kapitel. Und die Kapitel waren aus dem fließenden Text herausgenommen. Aus dem fließenden, war schon ein Kapitel. Text herausgenommen, ist dann schon wieder weitergegangen. Und so. Und das dann geben eine Theaterformation, wo der Text läuft und dann kommen Schauspieler. Schauspieler sind Worte. Ich werde den ersten Text lesen, das Wort und, ich glaube das Wort ich und Glaube sind die Schauspieler. Dann gibt es Gedichtformationen, wo eigene Gedichtspeicher waren, aus denen dann Reimworte geholt sind. Ich sage dir erst ein Beispiel aus diesem Buch, weil es mein erstes architektonisches Werk ist. Kann man da weiterschalten, da kommt eh die erste, zweite Seite, schalten wir weiter.
Kein Wort mehr, kein Bild mehr, kein Ort mehr. Next. Das ist ein Zwischensport. Das war mein erstes Haus, das nie gebaut worden ist, aber heute noch lebendig ist, weil es Freunde von mir ins Second Life gestellt haben und man kann in diesem Haus hineingehen, herausgehen. Rechts ist sogar ein Bild von Herbert Brandl, das er gemalt hat, 4 Meter, und das ist das Haus, wie es da Markus Hintertür, ein Cyberspace-Artist, gemacht hat. Jetzt ist die erste Seite. Jetzt halt und was? Das ist das erste Kapitel, das lese ich jetzt vor. Das kann nicht jeder lesen, aber ich kann es lesen. Erstes Kapitel und was? Die Schauspieler sind Gebe und ich. Gebe, sagt. Dafür, was gebe ich dafür? Ich dafür geben, leben, ant, ich. Ant, was werde ich dafür, sich bitte genau Cora geben, gebe. Ihnen in letzter ist gleich Zeit, irgend ist aufgefallen, lallen, vielleicht etwas, was werde etwas dafür, ich geben, leben, der Lärm treibt, ich die Ohren, geh hin und durch Volksbuch, ihr das Gebiss weg, gebe und ich nehme ei das Gewissen, oh die Leine, gebe. K, reich mir die Hand. E, liebstes Mutterle, wach, das Gebiss mein und ein Wort und es Weg, Licht. Ein Wort und es wird Licht. Ich, das ist neu, ein wird. Haha, der hat 1000 Schläfe, Volksbuch, wo auch Francis rund 10 Jahre nach gebe, geh Tage, sagte da Terra und ich. Luna, dem ein Hauch, haha, von dir, neu, wen, muss ein Gruß, Buch für Volksbuch gebe. Ich esse dich, ich Buch, dich eh, mitmachen, auf Befehl, esse, Organisation, dort, zuständig, ich, für die Ott von Militärischen, dich, ich esse, Durchführung und Volksbuch sieht, gebe und hört und dich, und hört, das ist schön, sieht, ist schön, schon rufen ihr, das war es, an der Fußball-Weltmeisterschaft teilzunehmen, nur ich, Ziel, sie, sich, ist schön, schon, gebe, verdienten, alle wieder im Chor, das Rufen, schön, das ist schön, das ist schön, das ist schön, ist schon, Aphrodite, Schan ist, ich, Göttin, Göttin der Volksbuchliebe, erhob sich die aus dem Schaume des gebe, Meeres, nackt, ritt, schön, das ist schön und es wird immer, immer einfacher. Ich und einfacher, jedes Wort wird ganz. Genügt dafür. So, jetzt seht ihr da einen Gegenstand, das ist der rechte Winkel. Es ist mir gelungen, die gesamte Sprache in einem einzigen Gegenstand zu materialisieren, den Eidecht materialisiert. Dieser eine Gegenstand ist ein rechter Winkel. In diesem Winkel ist jeder Buchstabe gespeichert, er dreht sich um seinen Schwerpunkt und heißt das Raumalphabet. Nicht so sehr, dass man ein Alphabet hat, aber für alle, die sich mit Architektur und Räumlichkeit beschäftigen, ist es wichtig, einen Gegenstand in 24 Positionen beschreiben zu können. Also ich kann euch sagen, das wird jeder erkennen, heute muss ich unten halten, das ist ein I, das ist ein G. Wer weiß, was das ist? So geht es dahin und der dreht sich um seinen Punkt und die gesamte Sprache ist in einem einzigen Gegenstand materialisiert worden und gespeichert. Ein wichtiger Bestandteil meiner Architekturarbeit. Next. Hier erkläre ich jetzt das Alphabet. Muss ich euch erklären, ich muss da vorgehen, weil da vorne sieht man nicht so viel. Also, hier sieht man schon. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Das ist das E. Nächste. Das ist das I. Und das ist das O. Next. U. H, J, W. Weiter. Und jetzt ist der Winkel auf dieser Seite, dreht sich so, das erste ist ein G, next F,
M, N, Z, R, B, S, T, D, Q, X, L, K, P, C. Also haben wir die Buchstaben A, I, U, A, I, U, H, I, E, B. Text. Und jetzt die Buchstaben, um das leichter zu merken, zurück. G, Fe, Mene, Zerre, Bese. Also diese Seite. G, Fe, Mene, Zerre, Bese. Andere Seite. Zurück. D, De, Quexe, Lecke, Beze. Nächstes. A, I, U, H, I, B, H, E, W, H, I, W, W, H, O, W, H, U, W, Gafamana, Zarabase, Gefimene, Zarabese, Gifimini, Zarabisi, Gofomono, Zoroboso, Gufomone, Dada, Quaxala. Das ist eine Sprachübung gleichzeitig. Nächste. Das ist die Konstruktion des Winkels. Jeder Architekt haltet geometrisch fest, was er konstruiert. Das ist ein gleichseitiges Dreieck, wobei das ein halb ist und das ist die Wurzel aus drei. Die Dicke ist so konzipiert, dass dieser Teil mal dem Abstand und dieser Teil mal dem Abstand den Schwerpunkt liegen, dass beide Fläche mal Abstand gleich groß ist. Jetzt liegt die Schwerlinie genau auf dieser Achse. Es dreht sich zurück. Dieses Wort da oben heißt Geduld. Das heißt hier und die Summe aller Buchstaben ergibt einen Sprachknödel. Der heißt ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVAXYZ. Next. Das heißt schon wieder der Übergang von Sprache zur Architektur. Dieses Gebäude heißt Wittgenstein. W-D-D-D-D-D. Next. Das ist jetzt das Raumalphabet auf einer eigenen, wichtigen Form. Das Raumalphabet ist auf diese Form gezeichnet, damit man schon merkt, was ist der nächste Schritt. Um jetzt einmal die Sprache zu materialisieren, wollte ich jetzt die gesamte Architektur proportionieren. Ich wollte der Architektur Maß und Proportion geben. Next. Da gibt es ein Buch, zurück auf 1.1. Da habe ich in einer 6-monatigen Arbeit ist gut, in einer Bar, habe ich einen Wittgenstein-Philosophen getroffen, den Dr. Keicher, und mit dem habe ich Sätze gesagt, weiß ich, ein paar hundert Sätze, und ein paar Freunde gefragt, sie sollen auch Sätze sagen, zu Raum, Zeit und so weiter. Und der hat dann das Buch geschrieben, nach dem Traktatus geordnet, De mensura et proportione, ein Prototraktatus architectonicus experimentalis. Die erste Kapitel heißt, erstens, die Form ist das, was gebraucht wird. Unsere Ästhetik ist die Praxis des Gebrauchs. Der Gebrauch ist der Rhythmus. Unsere Architekturschule lehrt das Planen und das Machen. Architekten werden zum Planen erzogen. Sie sollten zum Machen erzogen werden. Man braucht nicht planen, man macht. Was man nicht planen kann, das soll man machen. Ich plane nicht, ich mach's. Next. Das geht jetzt weiter, das Bügeln kann man durch. Halt, da kommt was Neues. Das ist jetzt der Le Corbusier, schon als männlich und weibliches Wesen. Hier wird nur die Brüste reingemacht und er hält in seiner Hand einen Arequanten. Eigentlich das heute in der Hand, aber in einer anderen Größe. Ich habe da noch einen Arequanten, die Größe seht, in der das heute ist, das, dieser Polster. So. Next. Da ist die Konstruktion des Arequanten. Die Konstruktion ist so, dass ich mir ein Mathematiker und Künstler gezeigt hat, wie man den konstruiert. Ich meine, kann ich schon so hinzeichnen. Das ist die, wenn ich das jetzt annehme als ein Standard-Arequant, mit dem ich den ersten Arequant erfunden habe, das war ein kleines Tischerl, aber die Breite ist 70 und der goldene Schnitt ist 43. Und es ist immer so, dass die Breite ist gleich der Radius und die Tiefe ist der goldene Schnitt. Also es ist eine neue Form, die keine Individualform vom Kerngroß ist. Das ist eine neue geometrische Form. Und dadurch unterscheide ich mich von allen anderen Architekten. Ich bin ein allgemeiner Architekt. Die großen Architekten dieser Zeit sind Individualarchitekten.
Die speiben ihre individuellen Gefühle heraus, was ich mit der Briggs und dieser Hadid. War eine wichtige Zeit, aber time over. Wir bauen Konstruktionssysteme in einem organischen, proportionierten Rhythmus. Next. Weiter. Schauen wir weiter. Das ist das kleine Bücherl, das geht man so durch. Und das Bücherl hat einen gewissen Charme. Das habe ich aus der Zeitung rausgepresst. Das ist das Bücherl. Und wenn man es aufmacht, sieh da, da haltet man dann einen Arikant in Händen. Das zurück will ich nochmal gehen zu dem, das ist eines meiner ganz wichtigen Bilder mit dem Hirsch. Das ist der Übergang von der Malerei zur Architektur. Übergang von Malerei zur Architektur. Da sieht man daran Satz von Kandinsky, der gesagt hat, man wird einmal den Raum mit Licht und Farbe messen. Und da habe ich so, das ist eigentlich in Farbe, Kerngross wird immer größer und so. Und in der Mitte steht der Hirsch. Und ich habe so vorgestellt, dass vor mir 5 Ebenen sind, hinter mir 5 Ebenen sind und ich stehe mit dem Hirsch mitten in der Bildebene. Das ist der sogenannte architektonische Raum im Allgemeinen, in der allgemeinen Architekturtheorie. In der besonderen Architekturtheorie heißt der Kerngrossraum. Next. Ja, das war schon. Da ist jetzt die Zeitung. Das waren unsere ersten Zeitungsblätter. Also am Mittwoch gibt es ein großes Fest im, wie heißt das Lokal? Im Ogersell, in der Rahlgasse. Und die Rahlgasse ist besonders für mich wichtig und gezeichnet, weil ein Künstler, einer der größten Künstler, den ich schätze, der Franz West, dort ein Denkmal errichtet hat. Und dieses Denkmal hat auch meinen Namen, heißt die Kerngrossäule. So geht es im Buch weiter, da muss man sich natürlich ein bisschen beschäftigen, wenn man Lust hat. Und jetzt geht weiter. Jetzt ist das Ganze auf Englisch da. Nicht? Das eine ist Deutsch, das ist Deutsch und Englisch. Das ist aber nur die englische Seite. Und das ist der sogenannte Extensive Man, den ich in den 65er Jahren gemacht habe. Eine Figur, die eigentlich, ich möchte es eigentlich da noch fühlen auf den Tisch, dass ihr seht, wie diese Figur, was die für eine Haltung hat, weil die für die Menschen überhaupt eine wichtige Haltung ist. Ja, diese Figur, ich kann nicht, so sitzt die da. Nicht? Das ist die Figur. Und die heißt der Extensive Man. Und das ist im Gegensatz zum Walter Bichler, der damals die Intensive Box gemacht hat. Der hat Box gemacht, wo alle äußeren Einflüsse in den Menschen hineinflossen sind und der mit dem halt irgendwas verwursten könnte. Ich habe es umgekehrt gemacht, dass der Mensch sitzt, und die inneren Vorgänge sind äußerlich sichtbar und er strahlt seine innere Intensität, die der äußeren gleich ist, nach außen. Er ist das Symbol für eine Gesellschaft ohne Ambitionen und heißt der Ambitionslose. Das sind ein paar Zeichen, die mir dann wichtig geworden sind. Da ist diese Eröffnung der Säule. Und da ist diese Säule in der Rahlgasse und dort gleich auf der rechten Seite, da seid ihr alle eingeladen zu kommen, am Mittwoch gibt es die 50. Star-Zeitung, wird gezeigt, gleichzeitig Musik, DJs und da spielen die Diplomaten von Führung, es sind Wiener Band, gregoranische Sängerinnen, die Sweet Susie, Steixner kann auch singen. So geht's dahin. Okay, next. Das sind die Freunde, die alle mit waren, der Christian Denker, der Malevich, der Michelangelo, der Mijalkovic, die Dosa, der Derrida, die Ingeborg Bachmann, der Hofstetter Kurt, der Hölderlin, die alle in dem Buch mitgewirkt haben. Next. Gehen wir. Das ist ein Büchlein von der Kiesler Stiftung, ist dort erhältlich auch, Kiesler Stiftung, das meistverkaufte Büchlein der Kiesler Stiftung und heißt 2010-06. Das ist auch so mit. Gehen wir. Schau, das ist dieses erste Haus, das ich im 65er Jahr gezeichnet habe und das heute noch im Second Life zu begehen ist. Du kannst Licht aufdrehen dort und im Second Life, du kannst eine Zeitung lesen, du kannst deinen Freund aufstehen lassen, der kommt zu dir hin. Also es ist ein volles Live in dieser Zeitung mittendrin. Next. Ja, halt da zurück würde ich nochmal gehen, da war dieser erste Städtebau. Das war mein erster Städtebau. Auch aus dem Jahr, weiß ich, 65, 66, wo die ganzen Städteplaner, Jonas Friedmann und wie sie alle geheißen haben, die Archigramm, alle ihre Erdstädte gemacht haben. Ich habe das erste Haus 1 genommen, habe es zerstückelt und im Weltraum transportiert.
Nächstes, das ist der Grund, du bist zu diesem Haus gewesen, weiter. Das ist jetzt alles in diesem Kisslerbüchel. Und jetzt gehen wir, jetzt Dali. Jetzt sind wir auf Seite 315. Warte, gehen wir zurück zu der. Das ist eine Skulptur von Franz West gewesen, der heißt Nageltauer. Der war 1,90 Meter hoch und ich habe den auf 360 Meter vergrößert für ein Projekt für Dubai vor der Finanzkrise, die dann eingebrochen ist. Und dann haben sie nichts mehr wissen wollen von dem Turm. Da sind wieder die Zeitungen. Gehen wir, Dali. Au, der Text muss gelesen werden. Zurück. Ein ganz wichtiger Satz vom Atto. Volksbuch seinem Raum geben, ist nicht so wichtig. Weiter. Komm ins offene, Freund. Höllerlin-Spruch. Komm ins offene, Freund. Nächste zurück. Jetzt kommt der Atto-Spruch. Derjenige, der lebt, weiß nicht, ob es paradiesisch oder elendiglich ist. Der lebt und das ist alles. Das ist ein ganz wichtiger Satz für. Das ist wieder die Proportionen vom Colisée mit dem Arequanten. So geht es also in dem Buch weiter. Wer das Buch einsehen will, ich möchte bei ihm zwei Bücher zum Ausleihen lassen auf dem Institut, wer sie dann kauft, weil zu teuer ist für die Studenten, es kostet 100 Euro das Buch, aber ausleihen kann man sich gratis. Ne? Also ich schaue, dass da zwei Dinge sind und da sind verschiedene Arequant-Möbel. Das ist ganz lustig, eine Wiege. Die Wiege ist ein Stellage, wenn man so aufstellt, dann ist sie eine Bank, wenn man es umdreht und ein Bar, wenn man es aufstellt. Das ist ein Tisch wieder aus diesen Arequant-Modulen. Next. Das sind ein paar Möbel, gehen wir. Das war das erste Tisch, das ist ein Voodoo-Tisch, das ist ein anderer Tisch, gehen wir. Das ist ein Kaffeehaustisch, das sind Ledermöbel. Das sind die Kasteln, Brillen, Arequant-Brillen, Knöpfe, Spiegel, Sessel, Taschen, gehen wir, Dali. Das ist mein Jackerl. Das hat der Backhausen gemacht. Der Backhausen ist eine Firma, die haben für die ganzen Hoffmann, Colomosa, Loos, die Stoffe gebaut. Jetzt sind sie nicht mehr so am Markt. Das ist jetzt wichtig, ob ich die noch zurückgehe. Das ist ein Zahlensystem. Und dieses Zahlensystem ist jetzt irgendwie verschwunden. Aber ich habe da sieht man es eh. Ich habe auch in dem Buch 0 und 1 habe ich als A und B lassen und die anderen Zahlen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 waren eben Gefühlswerte. Und jetzt gehen wir schnell weiter. Das ist der Aufbau dieses Buches, das war der erste, waren Computerauszüge, das waren Tests, wie eine Seite ausschauen kann. Und dann, das sind Urtexte und so habe ich gezeigt, einmal wieder, das ist ein Film über das Raumalphabet. Gehen wir, Dali. So. Jedes einzelne Film. Halt, das ist wichtig, ist der 1-2-3-Raum. Der 1-2-3-Raum ist insofern wichtig, weil eine Erweiterung ist vom Kiesler sein Endless House. Das Endless House ist ein gebasteltes Gegenstand, wo innen, außen Möbiusschleife und so. Während das ist ein Raum, der nur mit drei Flächen begrenzt ist, also 1, 2 und die Decke. Und den Rest macht der Benutzer. Also der Architekt gibt Freiraum. Freiheit für den Benutzer. Das heißt, das können Sie noch nicht lesen, weil ich nicht so schnell denke, D-R-O-D-D-L, jetzt kann man es nicht lesen, und dann habe ich es übersetzt als Trottel. Da geht es weiter. Das sind eigene Hörspiele, das sind wieder Gebäude, die dann, was ich wie Liebe, Schnecke, Ding oder irgendwie heißen. Und da flitzt man ein bisschen durchs Buch durch. Das ist jetzt, da möchte ich ein bisschen stehen bleiben, das sind Sachen, da habe ich in Japan, als ich studiert habe, ich habe japanische Malerei studiert, Egak hat das geheißen, als Gasthörer, aber ich bin dann in mein Zimmer gesessen, das hat 4,5 Matten gehabt, 4,5 mal 4,5 Meter, das war ungefähr so groß wie diese zwei Bilder. Das war genau mein Raum, quadratischer Raum, und das ist mein Urgroßvater, auf den
Bild uns mein Großvater, den habe ich in Japan gemalt. Das waren erste Bilder, wo ich bildhauerische Werke für architektonische Bauten verwendet habe. Das war Wotruba zuerst. Und das war, da muss man zurückgehen, das möchte ich noch erklären. Noch zurück, eins zurück. Das ist ein sogenanntes postsuprematistisches Datenblatt. Die Suprematisten waren Typen aus den 20ern, Russen, die uns in der Zeit sehr beeinflusst haben. Ihr kennt sie eh wahrscheinlich, Tatlin, Lisitsky und so. Und ich habe jetzt gesagt, wie mache ich das? Ich brauche ein Blatt Papier. Ich wollte diese Geometrie erweitern, habe das Papier genommen und habe es auf der Seite bemalt oder bezeichnet oder bekritzelt und auf der Seite. Also das heißt, ich habe so die Welt von hier da drauf gedruckt und da drauf gedruckt und das Blatt, wenn du es anschaust, musst du eigentlich in Aktion gehen. Also die Geometrie wird eigentlich schon zu einem Konstruktionsraum und das ist der nächste Schritt, das ist das sogenannte, noch ein Bild weiter, das ist ein Bild, das sind so Geistesbilder, habe ich gesagt, da ist ein Haus, ein Schaf, eine Kuh, da oben ist ein blauer Teich, da ist ein Schwein, ein Weg, ein Auto, weg damit. Und jetzt kann man sich das Bild selber aufbauen, im Hirn. Next. Das ist jetzt schon eine Zusammenarbeit mit Hofstetter Kurt, einer der größten Künstler Österreichs, den ich schätze, am meisten schätze. Der hat eine Elementarwelle entwickelt, dieses eine Rechteck dreht sich, rotiert und führt zu einer asymmetrischen, zu einer aperiodischen Figur, zu einem aperiodischen Muster, das gegenüber den symmetrischen Mustern der Araber sozusagen einen vollkommen neuen Freiheitsgrad garantiert. Wenn du diese Muster hast, bildet sich jeder seine eigene Welt. Das ist eigentlich ein Sozialmuster, ein Individualmuster, ein Freiheitsmuster. Next. Das ist der Stephansdom, da habe ich die Ähnlichkeit vom West seinen Nageltauer zu dem gesehen. Weiter. Das ist unser Büro. Das war unser Büro in der Gummdorfer Straße. Das war ein Vortrag. Das ist vielleicht, da habe ich dann nicht mehr gemalt und habe nur mehr mit Unterschriften Bilder gemacht, weil ich, das habe ich am besten können. Ich habe schon so viele Unterschriften. Gern groß, gern groß, gern groß, gern groß, gern groß. Da gibt es Bilder mit 1000 Unterschriften. Wir sind die Gründer der Star-Zeitung, der Thomas Redl, ich und der Angelo. Gelatin, wo sind wir noch? Welcher Seite? 769. Jetzt müssen wir wie viele Seiten haben wir? 1000, ja. Gehen wir nur so durch, bis endlich da ist der Vergleich zwischen den verschiedenen Schriften, Sessel, Möbel, da ist mein Buch eingeweiht worden in Russland. Stehle nicht mein Lineal, denn Gott ist überall. Das war mein Religionsunterricht in der Volksschule in Kärnten, weil ihr Frau hat gefragt, was das heißt, Städteplanung, Architektur, Religion. Nicht? Mir hat es zwei Bedeutungen. Die eine ist eben, stehle nicht mein Lineal, denn Gott ist überall. Und die andere ist, die mir mein Vater gesagt hat schon, zum Schiller, den erfährt, warum redet der Schiller nicht über Religion, hat man ihn gefragt. Warum redest du nicht über Religion? Und er hat geantwortet, aus Religion. Antwort für dich. Next. Aus. Das sind jetzt einige Möbel, die ich da gemacht habe. Und da ist wieder dieses Säulenmärchen. Das sind Tests für Farbgebungen. Das zurück. Das ist ein Bild von Franz West, aus dem ich eine Tapete gemacht habe. Es gibt eine Franz-West-Tapete. Das Bild ist A4 und da habe ich um 2000 herum eine Tapete gemacht, die man jetzt nicht sieht, aber das Buch ist mit der Tapete, das ist die Tapete, die Rückseite dieses Buches. Okay, next. Schneller. So schaut die Schrift aus. Halt zurück. Das ist jetzt dieses Haus 1. Das ist jetzt schon eine Erweiterung. Das Haus 1 hat 4 Räume oder 5 oder 6 zum Anstecken, weil es war ein rundes Haus. Und je nach Kinder hat man dann so irgendwas angesteckt, dass die Kinder auch ein Kinderzimmer haben. Das waren unsere Detailpläne, die wir noch, sagen wir, ohne Computer gezeichnet haben. Gehen Sie zurück.
Das da. Das war mein Hochbauprogramm in Graz in der TU. Und das war mein Hochbauprojekt, das sogenannte WOUNDS, habe ich es genannt. Next. Das waren auch Wohnsysteme, Stiegen. Das war der Bernhard Hafner, ein Freund von uns, der auch in Graz damals gewirkt hat. Das sind ein paar wichtige Tafeln, das sind so eigene Tafeln, wo ich eine Message gegeben habe. Und als damals diese 15 europäischen Länder, Rumänien, Bulgarien, zu Europa gekommen sind, haben alle gesagt, wir müssen denen helfen. Da bin ich draufgekommen, nachdem ich öfters in den Ländern war, dass die ja seelisch viel reifer waren wie wir da. Und dann habe ich das Schild gemacht, wir müssen den US-Amerikanern helfen, weil ich dort lang gelebt habe und gemerkt habe, dass die seelisch verroht waren, also gegenüber auf alle Fälle den einfachen Menschen in Rumänien. Das rührt mich jetzt noch. Und vor allem, dass ich das aus dem Nichts gemacht habe. Nicht? Und jetzt, das war ja vor 20 oder 30 Jahren. Nicht? Okay, weiter. Das war das erste Treffen mit Architekt Richter, mit dem ich 10 Jahre lang ein Büro gehabt habe. Und das erste wollten wir eine Schule für Architektur gründen. Das ist auch wichtig zu sagen. Dann ist der Richter Professor geworden. Diese Schule für Architektur ist dann nicht gegründet worden. Wir haben uns damals geschworen, wir machen nur zu zweit die Schule der Architektur, aber das war dann eigentlich die Trennung, als er dann die Professur angenommen hat und ich habe jetzt dann angefangen in Melk eine Schule für Architektur zu gründen, habe ein Grundstück dort gehabt, habe das bebaut, das wird dann kommen, bin aber dann draufgekommen, dass die Schule für Architektur mit den heutigen Mitteln der Verteilung ich selber bin. Dadurch brauche ich keine Schule für Architektur mehr bauen, die einen unheimlichen materiellen Aufwand und organisatorischen Aufwand gehabt hätte. Das war das erste Wohnhaus in Wien, das ich mit Richter gebaut habe. Ich habe ungefähr 400 Wohnungen in Wien geplant. Die kann man sich alle live anschauen, ist besser als am Schirm. Und next. Das war das letzte Projekt, eines der, was ich mit Richter gemacht habe. Das war die Oper in Paris. Die Oper in Paris haben aber nicht gewonnen. Und rechts oben ist das Haus Königseder. Das war eigentlich das Stück, was ich, unser erstes Haus vom Richter und von mir zusammen. Steht in Oberösterreich. Das war Bau in Kanada. Das waren Versuche jetzt mit diesen Schnellhäusern, die der Steixl erwähnt hat, zu machen, die dann in Wien da bei der Sezession gestanden sind. Next. Da habe ich mehrere solche Schnellhäuser gebaut. Das war auch für einen Unternehmer, der mit Containern schon angefangen hat. Rechts hat er drei Container gehabt. Und dann habe ich einfach mit diesem Zwischenraum lassen und da wieder einen Container gehabt und im Zwischenraum einen zweigeschossigen Raum gemacht, sodass man sich, wenn man hineingeht, nicht in einen Container füllt, sondern irgendwann einen großzügigen Raum hat. Das ist ein Jugendzentrum in Wien. Das war dieses erste Schnellhaus. Und da sieht man jetzt Schnellhaus 1, 2, 3. Und das ist ein Palladio und hier muss man sozusagen dieses Proportionsgefühl spüren, dass es eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Palladio hat. Allerdings im Nachhinein, ich habe es gar nicht so ding, aber scheinbar habe ich ein paar Palladio-Gene gehabt. Und das sind die zweigeschossigen Räume drinnen. Du gehst in einen Container rein und bist in einem 6 Meter hohen Haus. Next. Das ist der ehemalige Kunstminister, den wir dieses Projekt einer Siedlung gezeigt haben, wo wir das um die Hälfte oder zwei Drittel der Kosten des sozialen Wohnbaus machen wollen. Das ist jetzt diese Wiener Loftsiedlung, wo ich mit 90 Quadratmeter einen sozialen Wohnbau finanziert habe, der aber dann 135 Quadratmeter gehabt hat, wenn man diese Decke oben zugemacht hat. Da sieht man jetzt nur ein Träger und ich habe dann 6 cm Bretter draufgelegt und habe um 540 Quadratmeter mehr gehabt und finanziert, gezahlt haben die Leute, aber nur 90 Quadratmeter und haben dann eine 130 Quadratmeter Wohnung gehabt. Deshalb war das der billigste soziale Wohnbau von Wien. Weiter. Das war der billigste soziale Wohnbau im Westen Österreichs. Macht vom Angelo Roventa, einer der Superarchitekten, der in Vorarlberg lebt. Jetzt dahinter, das ist sein Projekt, wie er diese Dinge hat, dann ist dieser Nageltauer, dann Dudel, Dudel, Dudel.
Das war eine große Ausstellung. Das ist jetzt die Schule, die Friedrich-Kiesler-Schule. Schau, und das sind Garderobekästen, die man schon von der Stange kaufen kann. Mir sind wir dann an ein Klavier erinnert. Das habe ich wieder so gemacht, nicht weiter. Und das ist jetzt der Hof, das ist der Müllhof. Also war ein Hof, dann hätte ich 50 Quadratmeter im Erdgeschoss verloren, wenn ich den Müllraum dort reingemacht habe. Jetzt habe ich den rausgemacht, jetzt ist er schon begrünt alles. Und die damalige Stadträtin für irgendwas, die Frau, ich weiß nicht mehr, wie es geheißen hat, ist dann zur Eröffnung der Schule nicht gekommen. Wegen diesem Müllraum, okay? Das sind ein paar Bilder von der Schule, Eingang, Ding. Das ist der Markus Spiegelfeld, ein Freund, der mich, dem ich jahrelang zusammengearbeitet. Da ist der Häupl vor der Gerngrußsäule mit einem Ariquant in der Hand. Hat auch ein Freund von mir, ein Weissager, hat gesagt, hey, der Häupl hat eine Einladung gemacht, im Ogersell, wo wir die Feier machen, Parteiveranstaltung, damit man ihn wählt. Und er hat gesagt, du, gib mir den Ariquant, ich komme mit, ich garantiere, ich mache ein Foto mit ihm. Und das hat er gemacht, vor der Säule, und dann hat er dieses Foto gemacht. Das ist jetzt diese Halle, die ich in Venedig gemacht habe. Bei der Biennale. Außerhalb von Venedig, eine große Halle, die war ungefähr 23 Mal, wahrscheinlich in der Mitte 10 Meter breit. Und dort haben wir dann Ausstellungen und Feste veranstaltet, weil die Biennale ist ein Gefängnis. Man freut sich, wenn man als Architekt eingeladen wird. Wenn du dort bist, wirst du schikaniert. Die Baubehörden streichen dir, das ist nicht erlaubt, das ist nicht erlaubt. Gutachten, Feuerwege, also sehr, sehr schwierig. Die einen sagen, ja, sie können es bauen, der Kulturdirektor, sie können es bauen. Irgendein Beamte streicht das durch, dann kann man es wieder nicht bauen. Also Venedig und die Bürokratie in Italien ist sehr, sehr komplex und kompliziert. Und das ist jetzt, das habe ich auch in Venedig gezeigt bei der Biennale und will es jetzt in Kärnten bauen, das ist die Capella Bianca, eine Containerkapelle. Und jetzt gehen wir weiter, 1003, jetzt kommt schon lang, das ist der Innenraum dieser Kapelle, weiter, 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 das ist wieder die Ding, das ist ein Kino am Lido. Während wir in Venedig waren, haben uns Leute eingeladen, dort ein Kino zu planen für diese Kinobiennale. Das ist jetzt ein Haus in Terrazza del Mondo in Kalabrien, erst in Planung. Das sind auch so kleine Villen für Kalabrien, nur mit ein paar Container und dann Dachel. Next. Das war jetzt dieses Projekt von Melk, wo ich einerseits ein Memorial für Franz West machen wollte, das ist eine Skulptur von ihm, die ich vergrößern wollte, die war ungefähr 1,60 Meter breit in der Kugel und ich habe es auf 23 Meter vergrößert. Da sieht man schon die Leute ungefähr, wie groß die sein sollte. Nächstes. Und das ist das Projekt, das ich in Melk gemacht habe, für eine Schule für Architektur. Das. Da ist das Melker Stift und da ist dann die Schule mit einem Memorial vom Franz West. Next. Weil ich wollte schon einen städtischen Attraktor schaffen, damit auch junge Leute in Melk, das Durchschnittsalter in Melk ist bei, was ich, 57, 60, 62 Jahre, wo das junge Leute kommen. Da haben wir jetzt eine neue Gesellschaft in Melk gegründet, die sogenannte Urban Land Economics GmbH. Und bauen dort jetzt, wo ich als eigener Bauträger auftrete, wir bauen jetzt dort 4 Häuser, 2 Doppelhäuser, die jetzt eingereicht worden sind und die jetzt irgendwann realisiert werden sollten. Und da waren so kleine Grundstücke, die ich so versuchsweise bearbeitet habe, wie kann so ein Haus ausschauen. Weiter, weiter, weiter. Das war zurück, das ist ein Bau in der Ionstraße. Da kann man vorbeigehen, das ist ein typischer Bau, der so irgendwie ausstrahlt. Da hat ein Freund zu mir dann gesagt, Heidel, was du machst, bezeichne ich als die normale Konvention. Das habe ich dann umgehen und gesagt, meine Bauten sind die abstrakte Konvention. Ich habe gesagt, was ich mache, ist die abstrakte Normalität. Die Normalität ist das, was jeder lernen kann, was auch jeder lernen soll, wo das ganze Handwerk beherrscht sein soll. Und das Abstraktum ist etwas geistig, spirituell, wenn ich sagen, etwas Geistiges, was man nicht lernen kann, sondern was jemand hat oder nicht hat. Das ist ein Projekt für Vladivostok. Und dieses Vladivostok-Projekt, das hat ein Sohn von mir gemacht, als er 8 Jahre alt war. Ich wollte diese Stadt beleben, weil diese russischen Städte sind sehr
Trieste. Und da haben wir jetzt geplant, sollte jetzt, weil wir gerade in Russland sind, ein Bild über Russland kommen. Die Kunst ist eine Tochter der Freiheit. Und da möchte ich jetzt das spielen. Hurra! Von Mila Mihaljkovic, eine Collection über Disziplin und Leben in Russland. Er muss helfen. Der Hochschultechniker. Hurra! 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 Wie ein Cretin. Irgendwas stimmt, nicht? Er hat jetzt durch dieses Herumflitzen seine Disziplin verloren. Und vielleicht ist das Absicht, dass wir uns zeigen wollten, wie diszipliniert die alle sind und wie frei und offen wir uns bewegen können. Jetzt Russland. Ich war bei der Ausstellung Parallel. Und Parallel waren zwei Künstlerinnen, die einen Film gezeigt haben, der hat Aquarium geheißen, den sie in Wien gedreht haben. Und dieser Film Aquarium ist von zwei Künstlerinnen. Die eine ist Künstlerin, die eine ist Künstlerin und Architektin und die ist Künstlerin und Juristin. Die habe ich getroffen und sie hat mir dann erzählt, dass sie sowohl in Russland 5 Jahre gelebt hat, in Mailand studiert hat und dort ein Projekt gemacht hat. Und das hat mich interessiert, als sie mir gezeigt hat, und zwar hat sie ein Gefängnis in Mailand seziert und beschrieben als ihre Diplomarbeit. Und ich habe mir gedacht, es wäre gut, wenn ihr da Studierende in Wien seht, was die für Diplomarbeit machen. Sie heißt Armenia Maksudian. I would like to present you my final thesis book, which was carried out at Politecnico di Milano together with my colleague, and it was done in 2012-2013. Prison and the City, a manual, is a broad research on the juxtaposition of a prison system in the contemporary urban tissue with following connection of isolated urban block and the surrounding architectural environment and society. The research is dealing with the architectural, environmental, juridical, social, and philosophical aspects of the issue. As in case study was chosen the prison in Milan, which is San Vittore. You can see the complex prison here, which is situated in the inner block of Milan and was constructed in the end of 19th century after the unification of Italy. So it is representative of a phenomena of a prison and the city, and represents all the problematics of Italian prison institution, which suffers from severe overcrowding and long times of awaiting trial. So this follows with certain problems concerning human rights.
In order to solve these problems with architectural tools, the research was done, and the thesis offers following solutions to these problems in five steps, five feasible solutions, which we believe can be applicable to any other prison institution in any other historical city. In Vienna as well, yeah. So here's the book. If you want, after the lecture, you can have a look around. And if you have any questions, feel free to ask me. Maybe you can do it on the library. Okay? Warum kommt jetzt? Los, Max. Was? Ist okay. Das ist eine Ausstellung, die jetzt stattfindet in der Galerie Neck St. Stephan. Kann jeder hingehen, ist vom Herbert Brandl mit dem. Bitte in Wien, in der Stephansgalerie. Das ist jetzt, sind jetzt Auszüge aus unserer neuen Zeitung, die Star Nummer 50, die 50. Zeitung kommt jetzt am Markt. Und da sind ein paar Seiten, an denen wir gerade arbeiten, die wir jetzt zeigen wollten, so dazwischen. Und jetzt geht es weiter. Das ist noch ein Zweier von Peter Kogler, auch ein bekannter Maler, den er mir geschenkt hat, den Zweier. Ich kann machen, was ich will damit. Ich habe gesagt, das ist ein Grundriss für einen Supermarkt. Next. Das sind Figuren von Franz West, die ich dann transformiert habe in verschiedene Hochhäuser. Gehen wir. Das ist jetzt diese Kerngroßsäule und das ist jetzt ganz wichtig, denn diese Säule habe ich jetzt nach Jerusalem versetzt in einer Höhe von 600 Meter. Und sie muss nicht unmittelbar gebaut werden, kann nicht unmittelbar gebaut werden, denn sie heißt die Säule der gemeinsamen Sprache. Aber sie kann in 3000 Jahren gebaut werden, ist auch wichtig für einen Architekten, dass er Projekte macht, die erst Jahre später gebaut werden können, als unmittelbar jetzt. Das ist ein Biersink, ein Haus für Bratislava. Gehen wir weiter, weit. Das ist wichtig, ein Altar. Aus Autobahntafeln, den habe ich in Russland gemacht, auch zur Finanzierung. Die Galerie Konzept hat mir das mitfinanziert. Gehen wir weiter, weiter. Jetzt möchte ich den Ende entgegen, Ende entgegen, Ende entgegen. Das sind noch so ein paar. Das könnte man noch sagen. Das ist ein Weltmuseum mit White Cubes, 12x12 Meter in verschiedenen Höhen. Für jedes Land der Welt ein White Cube. Unten alles frei, oben für Künstler. In den White Cubes sind die toten Künstler. Die Boys und die Warhol und diese Leute. Und außen kann das von jungen Künstlern bemalt und bearbeitet werden, wie es will. Also ein vollkommen freies Museum für Jung und Alt, ein lebendiges Museum, das nicht geschlossen ist. Das ist jetzt für Wien, für den Kreuzplatz ein Projekt mit dem Hof de der Kurz, seiner Konstruktion dieser Kugel. Das steht am Kreuzplatz und mein Wunsch war eben, dass dieses Haus, das dort gebaut wird, nicht mehr das meistbesuchte Haus in Österreich, das ist das neue Haus, das Hundertwasserhaus, dass dieses Haus, das Hundertwasserhaus, eventuell übertreffen möge an Besucherzahlen. Weil in Wien gibt es gute Social Wohning Architektur, Social Housing Architektur, aber eine wirkliche Weltarchitektur ist kaum zu sehen. Zurück! Das ist ein Bild meines Sohnes mit 6 Jahren. Hat er gesagt, er will so einen Sessel, und den Sessel gezeichnet. Und dann habe ich gesagt, ja, Zeichnung, okay, aber der muss gebaut werden. Ne? Dann habe ich den Herrn Diplom-Ingenieur Marco Duranovic, ist ein Freund von Milan, gesagt, ob er nicht diese grauen Linien einzeichnen kann. Das ist, hat der Herr Diplom-Ingenieur gemacht. Und dann haben wir den Sessel gebaut. Und da ist der Vinzenz, wie er den Sessel benutzt. Next, next, halt, zurück. Das war ein anderer Sohn von mir, der auch mit 8 Jahren ein Bild gezeichnet hat, was eigentlich eines meiner Lieblingsbilder ist, wo das Kind den Erwachsenen zeigt, wo schlaft es. That's it.